Wenn eine Bank an jemanden Geld verleiht, will sie natürlich vorher wissen, ob derjenige überhaupt in der Lage ist, das geliehene Geld später auch wieder zurückzuzahlen. Deswegen versucht die Bank, bei einer Wirtschaftsauskunftei Informationen darüber zu bekommen, wie kreditwürdig jemand ist. Zum Beispiel bei der Schufa. Schufa ist eine Abkürzung und steht für Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung. Die Schufa hat Daten zur Kreditwürdigkeit von fast 70 Millionen Menschen und 6 Millionen Unternehmen. Diese Daten verkauft die Schufa an Interessenten. Die gesammelten Daten geben Auskunft über die sogenannte Bonität. Die zeigt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Kundin oder ein Kunde einen Kredit zurückzahlen oder eine Rechnung begleichen kann. Die zur Ermittlung der Bonität erforderlichen Daten erhält die Schufa von anderen Banken und Wirtschaftsunternehmen. Das sind Daten über Kreditanfragen und Kreditverträge oder Girokonten. Aber auch über Handyverträge oder Online-Händler sammelt die Schufa Daten über ihre Kunden. Und wenn jemand schon mal eine Vermögensauskunft beim Gerichtsvollzieher abgegeben hat, erfährt die Schufa das auch. Wer Rechnungen oder Schulden nicht bezahlt, muss damit rechnen, dass dies der Schufa gemeldet wird und zu einer negativen Einschätzung der Zahlungsfähigkeit führt. Das nennt man Scoring. Der Schufa-Score wird in Prozentwerten angegeben und zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kredit bezahlt wird. Je höher der Score, desto höher die Kreditwürdigkeit. Hat man erstmal ein schlechtes Scoring, muss man mit erheblichen Problemen im Alltag rechnen. Eine Wohnung anzumieten wird schwierig, weil jeder Vermieter auf die gute Bonität seiner Mieter achtet. Ein Kauf auf Rechnung wird verweigert. Neue Kreditanträge oder die Eröffnung eines Girokontos werden abgelehnt. Es wird schwierig, Verträge mit längerer Laufzeit abzuschließen, zum Beispiel Handyverträge, Internet oder Versicherungen. Eine schlechte Zahlungsmoral kann einem hier also das Leben schwer machen, denn selbst wenn später alle Schulden getilgt sind, kann es teilweise Jahre dauern, bis bei der Schufa alle Einträge gelöscht wurden und man in Sachen Geld wieder eine weiße Weste hat. Wirtschaftsauskunfteien wie die Schufa speichern nicht nur negative Informationen. Bestimmtes wirtschaftliches Verhalten interpretieren sie als gut oder schlecht und kommen auf diesem Weg zu ihrer Bewertung der Bonität. Das eigene Scoring kann man mit folgendem Verhalten verbessern. Rechnungen pünktlich bezahlen. Die Zahlungsmoral hat maßgeblich Einfluss auf die Kreditwürdigkeit. Auf den Dispo achten. Das Konto sollte nicht ins Minus rutschen. Ein großer Kreditrahmen ist zwar positiv, weil er als Vertrauensbeweis der Bank gilt, aber natürlich nur dann, wenn man selten davon Gebrauch macht. Keine unnötigen Kreditanfragen stellen. Hier wird davon ausgegangen, dass man schon bei verschiedenen Banken abgeblitzt ist. Lieber allgemeine Informationen über die Konditionen von Kreditangeboten sammeln. Einen häufigen Wechsel der Bank vermeiden. Dies wird oft als Taktik zur Verschleierung der Vermögensverhältnisse interpretiert. Langjährige Kundenbeziehungen zu einer Bank werden dagegen positiv bewertet. Ehrlich sein. Finanzielle Schwierigkeiten offen ansprechen und versuchen, mit dem Gläubiger eine befriedigende Lösung zu finden. Das verhindert oft Negativeinträge. Und schließlich informiert bleiben. Jeder hat das Recht zu erfahren, welche Daten über ihn gespeichert sind. Jeder kann die Selbstauskunft bei der Schufa, also die kostenlose Datenkopie, beantragen, um zu prüfen, ob falsche Daten oder veraltete Einträge das Scoring negativ beeinflussen. Ist dies der Fall, sollte sofort ein Antrag auf Löschung gestellt werden. Wer das beherzigt, hat weniger Probleme mit der Schufa, mit Schulden und mit Gläubigern. Sie haben Schulden und wissen nicht mehr weiter. Wir finden mit Ihnen gemeinsam einen Weg aus der Schuldenfalle. Die Beratungsstellen der Diakonie Hessen.